Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Splinter Cell. Ja, jetzt ein paar sind wir ja hierher gelangt. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, ich habe einmal kurz meine Waffe ausprobiert und einfach mal wissen wollte, was passiert. Und ja, da ist so eine kleine Cafeteria, so ein Eck. Und was haben wir hier? Achso, das waren Türen, die ich nicht durchschreiten kann. Aber wollen wir uns doch mal hier diese Cafeteria mit dieser doch ziemlich scheußlichen Musik etwas genauer angucken. Und hier ist doch hell genug. Irgendwo klingelt scheinbar ein Telefon. Und was haben wir denn da noch? Ah, ein Medikit. Aber wollen wir uns das mal doch an den Nagel reißen. Können wir immer gut gebrauchen, da haben wir keine mehr. Also, sonst noch irgendwas? Bin ich irgendwie da drüber? Ne, Slammy, kannst du? Oh, tatsächlich. Haben wir da eben. Sieht aus wie ein Schalter, aber ich kann ihn nicht benutzen. Okay. Klettern wir mal auf den Tisch rauf. Naja, ich raffe jetzt keine von diesen Dosen auf. Ich glaube, ich sollte vielleicht was anderes noch machen. Was sehr sinnvoll ist, ist immer die Stoppuhr einzuschalten. Und das wollen wir doch gleich mal kurz nachholen. So, dann kann es weitergehen. So, da ja ziemlich dunkel ist, ziehen wir doch gleich wieder die Brille auf. So, Server Room Security Station B. Und so, und ja, Zugriff auf Zentralserver erzwingen. Na, laufen wir doch mal dahinter. Gucken wir mal. Da ist niemand. Oh, 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 oh. Fischer, dem GPS zufolge bist du in der Nähe des Servers. Grimms dort hier wartet und wird das Lag verfolgen, sobald du uns Zugriff verschafft hast. Okay. Sehr fein. Und ich habe irgendjemanden da laufen sehen. Oh weh, oh weh, oh weh. Da steht Server rum und da steht jemand rum. Was macht denn. Oh, da bin ich schön im Dunkeln. Gut, dann kann ich noch ein Stückchen weitergehen. Wollen wir doch mal gucken. Was ist das hier für ein Typ? Hm. Am besten ist es ja, wenn ich überhaupt nicht bemerkt werde. Würde mir aber auch zu gerne. Hey, ich kann ja mal kurz auf Speichern drücken. Hier so. Würde jetzt zu gerne da mal reingehen, gucken, was da so zu finden ist. Hätte schauen können, Sicherheit. Ja. Und gleich bin ich schon entdeckt worden. Es war so. Oh, upsa. Okay. Das ging mir doch erst ein wenig zu schnell. Okay, ich würde sagen, bleibe ich jetzt einfach mal regungslos da stehen und warte, bis dieser Typ da vorbeigelaufen ist. Also irgendwie muss es ja wohl auch möglich sein. Der kommt jetzt auf mich zu hier, der Sack. Irgendwie muss es doch wohl möglich sein, ganz unbemerkt in diesen Serverraum einzudringen. So, der ist gerade wieder am Verschwinden. Der läuft da rüber. Der muss sich natürlich jetzt so rumdrehen, damit er mich aus dem Augenwinkel sehen kann. Ich drücke nochmal auf Speichern. Ich probiere es jetzt einfach mal, mich da reinzuschleichen. Melde einen Eindringling. Ah, okay. Das heißt, wieder laden. Ich könnte ja mal. Okay. Was kann ich eigentlich damit anfangen? Oder damit? Taser. Toll. Und was mache ich da damit? Kann ich damit irgendetwas anfangen? Überhaupt nichts irgendwie. Es ist alles weg. Was habe ich jetzt damit gemacht? Was tut das? Also das würde ich ja wirklich gerne mal wissen. Sehr interessant. Tun wir mal das da. Und. Wir werden sie schon kriegen. Kann ich Ihnen helfen? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt getan habe. Aber irgendwie, ich glaube, einmal kurz das falsche Spiel laden, ja. Einmal kurz neu laden. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, jetzt tun wir doch mal gucken. Okay. Der liegt jetzt da.
Also kann ich wohl dieses Ringflächengeschoss dafür nutzen, die Leute hier außer Gefecht zu setzen. Sehr nice. Dann wollen wir den doch einfach mal irgendwo ablegen. Komm, Sammy, steh mal auf. Ich würde sagen, ich setze den jetzt einfach mal hier ab. Hier ist ja schön dunkel. Also das, das machen wir mal einfach so. Zack, jetzt liegt er da. So. Und ja, ich würde sagen, ich guck doch mir jetzt mal diesen Büroraum hier an. Was ist denn das? Tür aufmachen, bitte. So, dann gucken wir doch mal. Benutzen wir diesen Computer mal. Da ist nichts. Okay. Ja, komm, Sammy, kannst du dir sparen. Ich würde sagen, gucken wir mal weiter. Machen wir die Tür mal wieder auf. Hier ist ja noch mehr. Da liegt ein Tisch mit einer Dose. Die Dose können wir nicht gebrauchen. Wollen wir doch mal alles durchsuchen. Hallo? Oh, oh. Oh, oh. Ich duck mich mal lieber. Okay. Bin hier nicht in gänzlicher Finsternis. Das ist blöd. Benutzen wir mal ganz Speicherstick aus Computer genommen, okay. Weiß nicht, ob mir das was nutzt. Ist der Typ da jetzt wieder verschwunden? Nein, nein, nein. Was zum Teufel? Nein. Ach, Mist. Mist. Bitte. Das so. Sie können sich nicht verstecken. Ach. Was ist mit dem los hier? So, ich bin fast kaputt hier. Das reicht. Oh Mann. Beim nächsten Alarm breche ich die Mission ab. Ja, du hast ja recht. Wo bin ich? Wo bin ich? Oh Scheiße. Okay. Ich würde sagen, vielleicht sollte ich das ganze Erkunden hier auch einfach bleiben lassen und gucken, dass ich in den Serverraum komme. Das macht ja alles eigentlich gar keinen Sinn, wenn ich das hier richtig sehe. Komm, gehen wir mal schnell dahin. Serverraum, muss ich da eigentlich reinkommen, ne? So. Ah ja, ich war schon mal gleich reingelassen, ohne zu zögern. Hier gehen die Türen auf. Okay. Welche Tür ist jetzt die richtige? Keine Ahnung. Halt, stopp. Wie war noch gleich? Der Code zum Serverraum 2019. Okay, dann wollen wir doch mal. Nein, Codeblock benutzen, nicht Waffe ziehen. 2019. Okay. Und die Tür geht jetzt auf. Oh Mann, ich sehe überhaupt nichts. Viel zu hell. Sieht mir jetzt nicht unbedingt danach aus, was ich. Weiß nicht. Ist das das, was ich suche? Gehen wir mal nach dem Raum gucken. Codeblock benutzen. 2, 0. Na, kommt 0. Lass dich schön drücken. 0. Möchtest du? Danke. 1, 9. Okay, da kriege ich auch Zugriff. Okay, das ist ein dunkler Raum. Oh, gefällt mir doch schon wieder wie besser. Kann ich meine schöne Brille benutzen. Und welcher Server ist jetzt der richtige? Oder haben die beiden Räume Verbindung miteinander? Das könnte natürlich sein. Also es sind hier auf jeden Fall schon das große, also ganze Menge Großrechner hier zu sein. Hier ist eine dicke Panzertür. Und hier ist natürlich hell, ne? Okay, da ist der Durchgang zu dem Raum. Okay. Okay, ich muss mich langsam fortbewegen. Und den schnapp ich mir doch. Sie dürfen hier gar nicht sein. Ach, Junge. Meine Fresse. Du musst natürlich gleich an so einen. Hey, alles in Ordnung. Codeblock rennen. Sie dürfen hier gar nicht sein. Wo denn? Wer denn? Oh Mann, nicht schon wieder. Wo kriege ich denn hier jetzt Zugriff? Sag mir das mal. Hilfe.
Ah, hier. Okay. Lambert, kann losgehen. Gut. Grimm? Bin drin. Ja, da. Das Leck ist ein PC der unteren Sicherheitsstufe. Registriert auf einen Mitchell Dougherty. Großartig. Doggertys PC ist ein neues Missionsziel. Ich sende die Details auf das Opset. Ah ja, sehr schön. Wo sind die Details? Was ist das eigentlich? Haftkamera, okay. Na, Opset. Was ist das hier? Klinken Sie sich in Doggertys Computer ein, um die Sicherheitslücke zu den Georgiern zu finden. Okay. Der Code für die Aufzugstür der Waffentestabteilung lautet 110700. Okay, wieder ein neuer Code. Und ja, ich glaube, diese Daten, die interessieren mich erstmal nicht. Okay, Aufzugstür brauche ich. Und mein Ziel ist, sich in dieses Dingens da. Ja. Okay, aber wie komme ich da hin? Verdammt nochmal. Irgendwo muss ja eine Aufzugstür sein. Also suchen wir mal eine Aufzugstür. Nein, da drüben ist ein Typ. Dem möchte ich eigentlich ungern begegnen. Wie machen wir das? Ich weiß es nicht. Ich würde ja mal fast sagen... Ich glaube, ich habe was gesehen. Nein, du hast nichts gesehen. Bleib einfach weg. Bleib weg von mir. Am Ende siehst du sonst noch den Typen, der da im Zwischengang liegt. Wo ist denn der Aufzug? Wo ist der Aufzug? Na, den sieht er jetzt natürlich. Weißt du was? Das ist doch ein ganz normaler Techniker oder so. Den knall ich jetzt eins über ein Washing. So. Das wäre erledigt. Ich würde sagen, das mache ich jetzt noch in dem Part ganz kurz. Schnell. Ich schaffe die beiden Typen doch mal ein bisschen auf die Seite. Wo könnte man die denn... Hey, da ist doch eine super Ecke. Da schleppe ich die jetzt hin, da schleife ich die hin. Da sieht niemand was, ich ja auch nicht. Also schalte mir doch besser mal. Alles grau. Komm, schneller. Laufen wir doch erstmal hier einfach. Oh, ich sehe nichts. Ah, da ist er. Ja, jetzt ist es wieder zu hell. Aber egal. So, den setze ich noch ab und dann beende ich den Part. Haben wir jetzt doch schon einiges erreicht in dem Part. Der lief doch bisher eigentlich am besten. Wenn man sich die letzten Parts mal ansieht. Ja. Ich habe zwar ein bisschen was verbraucht und so, aber naja, vielleicht klappt es ja trotzdem noch. Gut, ich könnte mich eigentlich hier nochmal umgucken, ob da vielleicht irgendwo ein Medikit oder sowas rumliegt, rumhängt. Erstmal ziehen wir hier mal die Lampe aus. Feuerlöscher, den nutzt mir nix. Gut, hier ist dieser Zentralserver, das kann ich ja nochmal benutzen. Passiert nichts. Gut, dann also geht's im nächsten Part hier weiter und wir suchen nach einem Aufzug und natürlich nach diesem Computer. Also macht's gut und ciao.